Wie geht es weiter in Zeiten wie diesen? Mit dieser Frage habe ich begonnen, den letzten Clip, den ich euch habe zukommen lassen. Es war ein Clip, in dem ich berichtet habe über die finanzielle schwierige Situation des Studiengangs, wo ich um eure Hilfe gebeten habe. Und an dieser Stelle jetzt schon ein herzliches Vergelt's Gott für all diejenigen, die bereits jetzt unterstützt haben. Vom großen Ziel, das ich euch das letzte Mal gesagt habe, 15.000, sind wir noch weit entfernt. Aber jeder Euro hilft und jede Spende gibt Hoffnung. Heute melde ich mich aus Leutkirch zu euch. Warum aus Leutkirch? Hier im Haus Regina Pazis ist ein kleines Heiligtum von Johannes Paul II. Ihr seht hinter mir die Reliquie von Johannes Paul und neben mir das große Plakat. Dieses Haus wird geleitet als geistlichen Leiter von Pater Hubertus von Freiberg, der selbst einmal den Studiengang gemacht und ihn abgeschlossen hat. Warum melde ich mich eigentlich von hier aus? Ganz einfach. Neben aller dringend benötigter Unterstützung finanzieller Natur ist auch das Gebet für den Studiengang sehr, sehr wichtig. Um einen Studiengang, der mehr ist als nur eine akademische Ausbildung, sondern der auf der spirituellen Grundlage eines Heiligen fußt, in eine fruchtbare Zukunft zu bringen, dafür braucht es unser aller Gebet. Und aus diesem Grunde möchte ich euch heute eine Novene vorstellen. Eine Novene für den Fortbestand des Studiengangs Theologie des Leibes. Und ich bitte euch um euer Gebet. Am 2. April dieses Jahres jährt sich zum 18. Mal der Todestag von Johannes Paul II. Von daher bietet es sich an, diese Novene am Fest der Verkündigung des Herrn, also am 25. März, zu beginnen und sie am Palmsonntag, den 2. April, abzuschließen. Selbstverständlich kann man die Novene zu jeder Zeit beten, vorher, nachher, wann immer auch in Zukunft. Was ist das Wichtige daran? Das Wichtige daran ist, dass wir unser Anliegen im Gebet vor den Herrn bringen, durch die Fürsprache des heiligen Johannes Pauls. Vertrauen wir ihm unsere Anliegen an. Vertrauen wir auf seine Fürsprache im Anliegen des Studiengangs, aber auch in unser aller persönlicher Anliegen. Im Voraus euch allen, die ihr mitbetet für den Studiengang, im Voraus euch allen, die ihr spendet für den Studiengang, mein herzlichstes Vergelt's Gott.